So, dann einmal E und einmal C und drücken, also und dann den Knüppel anlegen. Wo ist der denn? Da. So, dann muss ich einmal die Axt hier rüber packen. Einmal den Knüppel. Der kommt jetzt mal hier hin. So. Ne? Und jetzt haben wir gleich mehr Leben, glaube ich. Kann das sein? Keine Ahnung. So, habe ich das mal ausgerüstet. Inventar wieder schließen und hier gibt es noch eine Quest. Warte mal kurz. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ach nö, schon wieder Spinnen töten. Hör doch auf. So, reicht mir. Ich habe genug Spinnen getötet. Ich lasse das mal aus. So. Jetzt gehe ich mal, vor allem weil wir auch schon viel zu viele Quests gemacht haben. Jetzt gehe ich mal zu Tom Bombadil. Den kennt ihr noch nicht, wenn ihr nur den Film gesehen habt und das Spiel nicht gespielt und das Buch nicht gelesen habt. Den kennt ihr noch nicht, Tom Bombadil. So, und dann muss ich nachher noch nach Bree, um diese komischen, bemoosten Panzer dazu zu bringen. Und Dreck. Ja, ich laufe extra nach Bree, um den Oberwachtmeister Heidestroh Dreck zu bringen. Echt, also dazu fällt mir echt nichts mehr ein. Ich bin übrigens falsch gelaufen. Wollte ich nur mal erwähnen, ich muss nämlich jetzt irgendwie ganz komisch laufen. Wo muss ich überhaupt lang? Hier muss ich lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist eine gebrochene Eichenwurzel. Hey. So. Hier muss ich auch lang. Erstmal so ein Labyrinth. Jetzt sind wir schon wieder bei Nacht hier. Das ist so düster und dunkel und ich habe Angst bei Nacht. Ne? Bei Nacht. Aber ich bin ja ein Elb, ich darf ja eigentlich keine Angst bei Nacht haben. Vor allem nicht im Wald. Ja. Hier muss ich lang. Nein! Nein! Jetzt hänge ich da im Ast fest. Oder zwei? Nee, Ast. Bewegen die sich übrigens? Ja, die Blätter bewegen sich übrigens hier, wie man sieht. Also hier die Äste bewegen sich alle. Ne? Ist auch nicht schlecht. Also das ist tatsächlich. Also die Grafik ist gar nicht so schlecht eigentlich für so ein kostenloses Spiel. Ist noch mehr. Achso, der gibt mir jetzt die Spinnensachen wieder. Die will ich aber gar nicht. Ich muss nämlich jetzt mal hier weiterlaufen. Und zwar einmal hier hoch. Vielleicht komme ich da hoch nicht. Scheiße. Die Karte ist aber auch ein bisschen fehlerhaft, kann das sein. Ich glaube, dass ich hier lang muss, um dann nachher irgendwie zu Tom Bombadil zu kommen. Ich könnte, glaube ich, aber einfach. Aber geht's hier weiter? War hier nicht ein Wasserfall oder sowas? Ach, hier geht's ja auch einfach weiter, ne? Ich weiß bloß nicht, wie weit. Hier ist nochmal der Rollo. Rollo. So, ach, dann komme ich hier lang. Okay, gut, dann gehe ich einfach mal hier weiter. Und dann komme ich da hoffentlich zu Tom Bombadil. Ist gerade mal Eisen im See. Also mitten im Wasser, ist ja auch sehr realistisch. Oh, ein Riesenbaum. Und der bewegt sich. Hilfe. Hilfe. Ach, das war doch der Baum, wo die Hobbits, glaube ich, eingequetscht wurden oder so. Und dann irgendwie, das ist der alte Weidenmann, genau. Ha, haha, daran erinnere ich mich noch. Mist, jetzt müsste er irgendwie hoch. Okay, also da muss ich jetzt irgendwie hoch. Jetzt hier vielleicht so. Na, da hinten komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Hier vielleicht lang. Widerstand. Ach, der haut mich, glaube ich, kann das sein? Dass der alte Baum mich haut? Der alte Weidenmann, so rum. Und da ist noch ein Wolf. Naja. So, hier lang. Und dann komme ich hoffentlich zu Tom Bombadil. Und ich spreche schon wieder sehr, sehr leise. Hier ist übrigens ein Friedhof. Oder so ein komischer Steinkreis, wo man wiederbelebt wird. So, hier sind wir bei Tom Bombadils Haus. Hey! Und da ist noch ein anderes Haus. Was ist das denn? Wahrscheinlich seine Abstellkammer oder so. Okay, gehen wir doch mal rein. Hinein. Ins Verderben. So, und ich trinke erstmal einen Schluck Wasser, warte mal. So, jetzt schön, dass man es hört, alles. Also.
Hier sucht einer eine Sippe. So, im Chat. Naja. Ding, long, dong, long. Was sagt der? Egal. Oha, ja, ja, jaha. Was ist das für ein Trubel? So viele Gäste haben wir seit unserer Hochzeit nicht mehr gehabt. Wir haben immer noch Zeit, Vögel beobachten zu gehen. Ein Ornithologe, Vögel beobachten zu gehen, aber vielleicht sollten wir uns erst einmal an einem Lied oder zwei ergötzen. Lasst euer Herz zur Ruhe kommen und vergesst eure Sorgen. Ihr seid jetzt unter dem Dach von Tom Bombadil. Atmen Sie tief ein. Und jetzt den Unterarm anspannen und den Unterarm wieder entspannen und ausatmen. Naja, nee, immer diese Entspannungs-CDs, ey. Was kann ich für euch tun? Meine Goldbeere ist zu ihrer Quelle gegangen und ich wollte mich gerade auf Lilienjagd begeben. Ich habe keine Zeit, Vögeln hinterher zu jagen, aber was soll's? Aragorn ist ein Name, den ich kenne und ein Freund vom alten Tom. Ich mache euch also ein Angebot. Während der alte Tom Bombadil nach den grässlichen Krähen Ausschau hält, sammelt ihr Lilien für meine Liebste. Ich habe welche direkt am Fluss gesehen, nur einen Katzensprung von hier entfernt. Geht einfach dort entlang, bis ihr Ring-Dingeling-Dingelang. Dann findet ihr den alten Weidenmann. Hä? Gebt aber Acht auf den alten, grauen Weidenmann. Er ist ein mächtiger Sänger. Wenn ihr nicht aufpasst, singt er euch in den Schlaf und ertränkt euch. Nein! Das wäre schlecht. So, jetzt muss ich hier Lilien sammeln. Na wunderbar. Hey! Eine Aufgabe für einen wirklich tapferen Helden. Sammel Lilien. Lilien! Was ist das? Ach so, Tom Bombadils Haus ist da eingezeichnet. Ach cool, hier geht's ja auch runter, Mensch. Hätte ich ja gar nicht so weit laufen müssen. Scheiße. Oh, ich meine, Scheibenkluster? Schande? Schade? Irgendwas mit SDH halt. So, hier sind übrigens sehr viele Lilien. Ich weiß gar nicht, wie sehen Lilien überhaupt aus? Aber ich muss ja eh noch ein Stück. Achso, hier kann ich ja langlaufen, ne? Das habe ich nicht kultiviert, hier der Wald. Aber ich glaube, das führt uns nicht dorthin, wo wir hin wollen. Vermute ich. Oder vielleicht doch. Dieser Weg wird kein leichter sein. Naja. Weg wird steinig und schwer, bla bla bla. Hier sind übrigens noch mehr Spinnen. Scheiße, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Übrigens, nee, wir kommen nicht da raus, wo wir eigentlich hin wollen. Aber ist ja auch wurscht. So. Ist übrigens, halte ich nicht gerade. Nee. Ich sehe schon Gespenster. So. Hier muss ich jetzt einmal lang. Da, 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 da. Da, 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 da. Gott, ist ja mit dem Ohrwurm. Hilfe! Ohrwurm, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, hier ist eine Wurzel. Und da ist eine große, große Lilie. Die sammeln wir doch mal. So, krieg ich jetzt irgendein Dings? Schläfrigkeit. Okay, ich regeneriere wieder. Ich regeneriere weniger Kraft. Kann nicht mehr sprechen. Ne? So. Na toll. Jetzt habe ich die Lilien gesammelt. Jetzt muss ich zurück zu Tom Bombadil. Und hier wäre es viel kürzer gewesen. Ja, so geht doch. Ach ja. Ich habe halt kein Navi von Tom Tom Bombadil. Nee. Oh Mann, der war auch so schlecht. Ja. Hier geht es jetzt weiter. Hinein ins Haus von Tom Bombadil. Okay, ich habe die Tür schon vor zu kurzer Zeit geöffnet, deswegen kam da gerade eine Fehlermeldung. So. Ding, long, dong, long. Didli. Didlo. Erinnert mich irgendwie an Ned Flanders, keine Ahnung warum. Weiße Lilien für die Tochter des Flusses. Ihr seid stärker als ein Hobbit, wenn ihr den alten Weidenmann niedergesungen habt. Nicht eine Lilie geknickt, kein Blatt gebrochen. Der alte Tom ist ein lustiger Geselle, aber er weiß, wann er tanzen und wann er arbeiten muss. Er hat
eure Vögel gefunden und nicht zu früh. Wenn ihr sie finden wollt, dann geht jetzt los, es sei denn, ihr wollt euch unter dem grünen Gras zur Ruhe begeben. Hallo, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Schwarze Vögel flatterten umher und hüpften auf den Zweigen herum. Sie rasten dann dort, wo die Rastlosen umhergingen. Vorsicht vor den alten Hügelgräbern, sie rühren sich, wenn sie eigentlich schlafen sollten. Geht auf dem Pfad nach Norden und folgt der alten Hügelgräberstraße. Biegt dann nach Süden ab und bleibt innerhalb der Mauern der Hügelgräber, entlang des Waldrands. Ding dong dong gelungen. Und dort werdet ihr sie finden. Achtet auf die unglückliche Dame. Und jetzt los, worauf wartet ihr? Tom muss auch schnell fort von hier. La la lo. Sing sang dumm die dumm. So, was hat er denn hier für ein schönes Haus? Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Und hier ist der. Der hat aber einen großen Tisch zum Essen. Ach nee, das ist eine Arbeitsfläche fürs Kochen, oder? Und hier ein Kamin, der aus ist. Das ist echt sehr detailreich hier teilweise. Ist hier mal, was ist das hier für ein komischer Raum? Nur so ein Durchgangszimmer mit. Mit Lilien. Sind das Lilien oder Seerosenblätter oder so in so einem komischen Dings? Hier auch Seerosenblätter. Und hier ist eine Tür, die geht nicht auf. Was ist das, ein Fenster? Und hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube, ich muss wieder hinaus aus dem... Ups. Links und hier hing ein Mantel. Warum hat der zweimal zwei gleiche Mäntel? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich waren mehrere Mäntel zu teuer. So, hier liegt noch Käse rum. Das ist alles sehr detailreich. Und hier Brot. Na gut, die Texturen sind jetzt nicht HD oder so. Aber okay. Was ist das, Brot? Ich weiß das gar nicht. Sieht aus wie Käse eigentlich, ne? Eher. Naja. So, ich muss jetzt hier irgendwie weiter. Hier nach oben. Diesem Weg folgen. Die Straße schreitet fort und fort. Nee, wie ging das? Weiß ich gar nicht. Rhabarberstängel gibt es hier. Und hier sind noch mehr Wurzeln. Hier geht es hinaus aus dem alten Wald, in die Dunkelheit hinein. Bei Mitternacht. Nein, immer so dunkel, warum nur? Warum muss es immer dunkel sein? So, hier ist die alte Hügelgräberstraße. Hier werden wir gleich bestimmt auf einen Questgeber treffen. Und jetzt sind wir in den Hügelgräberhöhen, zu denen es auch eine eigene Karte gibt und Questgeber da oben. Zwar ganze vier Stück. Hey. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Als wir im Nebel gegen die Teufel kämpften, haben wir ein paar unserer Begleiter verloren. Einige sind tiefer in die Nebel der Hügelgräberhöhen gegangen und wir hoffen, dass sie überlebt haben und einen sicheren Ort im Süden gefunden haben. Andere werden von schrecklichen Pocken geplagt. Einer von ihnen war nicht ganz so stark betroffen wie die anderen, aber da er krank war, bot er an, nach Bred zurückzukehren und um Hilfe zu bitten. Ich fürchte, diese Krankheit kommt von den Krabblern und Ratten. Wir haben ja gerade wieder Ingolenzenkamera, verdammt. Jetzt, so. Krankheit kommt von den Krabblern und Ratten, die hier das Land befallen haben. Wenn das stimmt, dann müssen wir einen Pfad durch die Hügelgräberhöhen säubern, damit wir einen sicheren Ausweg haben. Wenn ihr willens seid, dann tötet diese Biester. Seid aber vorsichtig, ihre Bisse und sogar ihr Fleisch kann scheußliche Krankheiten übertragen. Besiegt Krabbler und Ratten in den nördlichen Hügelgräberhöhen. Hey, 24 Stück. Gar nicht viel. Wieder nur Killquest, ey. So, Hinz und drüben ist auch noch Kunz. Nee. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ich bin hierher gekommen, um meine Tochter Lalia zu suchen. Ich bin ihretwegen sehr besorgt. Seht ihr, sie erzählt immer von diesen letzten Prinzen. Von diesem letzten Prinzen, von dem sie in einer von Herrn Butterblumes Geschichten gehört hat. Zugegeben, einer seiner besseren Geschichten. Aber meiner Meinung nach nicht ganz das Wahre. So wie Lalia seit einer Weile redete, fürchte ich, dass sie vielleicht zu den Hügelgräberhöhen aufgebrochen sein könnte, um diesen Prinzen zu suchen. Und angesichts dessen, was die Leute über diesen Ort erzählen, habe ich Angst, dass sie in Schwierigkeiten sein könnte. Würdet ihr sie suchen gehen? Nun, der Geschichte nach liegt das Hügelgrab zwischen den des letzten Prinzen zwischen den nördlichen Hügelgräbern und der Todesspitze in der Nähe eines großen Steins. Ich würde dort mit der Suche beginnen.